Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Ja, ich erinnere mich. Ah ja, genau. Okay. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und hattet schöne Tage. Mein Silvesterprogramm war mal anders, aber war richtig schön. Ja. Was gehört da eigentlich auf die 2? Ah, der da. Okay. Ich war hier beim Bauen. Genau, da unten wollte ich eine Garage bauen. Und hier oben hätten wir dann eigentlich den Arbeitsbereich. Das heißt, für hier oben habe ich das ganze Zeug hier eigentlich mit. Also so. Shape, okay. Stellung passt sogar. Okay. Aber ich muss das Ganze halt aufwerten. Und dann können wir da unten eine Parkgarage quasi bauen. So. Nee. Irgendwer kloppt da schon wieder. Da drüben, ich sehe es. Oh. Oh Gott. Weihnachtsevent. Jetzt. Mit der Weihnachtsmütze rum, cool. Ja. Aber sie sind zu doof, um hier raufzukommen. Echt ein Problem. Das wird so nicht funktionieren, Danum. Kommt ja nicht einmal jetzt hoch, diese dolle Uschi. Ist ganz schön doof. Ich hatte den Block vorher noch gesehen und dachte mir noch, ja, den muss ich reparieren. Oh. Wenn man das richtige Werkzeug nimmt, wird es auch gehen, wenn man das Material dazu hat. Okay. Dann hätte ich die Mod vielleicht früher updaten sollen, hätten wir schon früher Weihnachtszombies gehabt. Okay. I'm sorry, habe ich vergessen.
So, war's das? Möchten die nur diese langsam... Nein, die Rampen schaffen es ja normalerweise auch. Ach, ich weiß nicht, was sie nicht mögen. Die mögen mich einfach nicht. So... Die wollen mich nur ärgern. So, Osta. Hat sie jetzt garantiert irgendwas anderes hingekriegt? Ich habe auch wieder vergessen zum Blockieren. Machen wir es mal so. Copy. Ja, kann man sogar. Da haben wir einen Abstand, das heißt, wir könnten es so hinstellen. Ja, dazwischen könnte man dafür dann... Wobei, nein, das wollte ich nicht. Hier ist der Abfahrt. Das heißt, hier wird irgendwo der Aufgang sein. Das heißt, hier wird wahrscheinlich so eine Art... Aha, nein. Gut, hier wird so eine Art Lagerwand kommen. So. Ach du meine Güte, dem 2000 Haltbarkeit? Okay. Und hier wird dann wahrscheinlich... so was ähnliches kommen wie, warte mal. Okay, unter Treppe finden wir es nicht. Da haben wir es. Da haben wir sie doch. Ja, im Prinzip will ich gerne sowas haben. So und wäre dann die andere Seite, oder? Ne, warte, das sind unterschiedliche. Nein, nein, nein. Nein. Nicht das, sondern... Die sind abgerundet, ja, ich sehe es gerade. Hm. So. In diese Richtung werden wir es machen. Da werden wir dann einmal einen normalen Block haben. Copy. Genau. Ja, nix, genau. Und jetzt würde ich es noch einmal das nehmen. Es ist runter. Copy Shape. Weiß nicht, was ich gerade kopiert habe, aber es war das Falsche. So. So in etwa hätte ich dann gerne den Abgang. Genau. Und da werden wir dann noch eine Türe machen. Äh.
Also ich würde fast sagen so. Ja. Und das wird dann halt quasi das Treppenhaus. Moment, warte mal, da könnte man es aber auch so machen. Genau. Oh, warum nicht? Mal dann hier quasi so das Treppenhaus. Komm weg, du Drohne. Da kommen zwei Dressurtüren hin. Oder sowas. Und dann haben wir hier ein schönes Stiegenhaus. Und daneben könnte man das dann schön machen. Oh, warum nicht? Dann kommt man auf der Seite durch, auf der anderen durch. Müsste mal dann schauen, wie weit. Das müsste zum Beispiel noch weg. Genau, dann haben wir hier einen Aufgang. Oh, wunderbar. So. Das werden wir hier auch noch zumachen, damit es besser ausschaut. Und schon haben wir hier ein halbwegs hübsches Haus. Ups. Ja, ist okay. Da oben müssen wir aber dann auch eine Türe bauen, quasi. Das heißt, wir hätten dann hier, okay, dann kommt man hier doch nicht durch. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Komm weg, du Drohne. Ja. Puh, warte mal, das könnte man anders auch machen, genau. Dann was mit Platten machen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So. Ich meine, die Blöcke sind so besetzt, das heißt, man kann da nichts aufsetzen. Aber ich hätte zumindest Platz zum Durchgehen, wenn wir hier irgendwas finden, was keinen Platz braucht. Und da vorne gibt es aber dann sicher auch was, was nicht ganz so wuchtig ausschaut.
Platten wären, glaube ich, nicht, oder? Weiß nicht, ob das dann gut ausschaut. Ja, gehen wird schon, doch, ja. Dann könnte man nicht hier durchgehen. Daneben durchgehen. Hier wäre es halt die Frage, warte mal, Copy Shape. Ja, doch, so wird es auch durchgehen, gut. Also das würde eventuell sogar gehen. Okay. Gut. Kann man noch mit? Wir haben den Zementmischer mit. Wir haben ein paar Forges mit. Das könnte man es eigentlich einfach machen. Wenn wir die so herstellen. Den Generator. Oh ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe im Moment nicht einmal noch ein Viertelhaus. Wahrscheinlich irgendwo hier in diese Richtung. Den kann ich nur so oder so. Gut, dann sagen wir mal hierher. Ach Mist, ich habe noch 500 Blöcke. Dachte, ich habe keine mehr. Und warte mal, die Steine werden wir, oh ja, da beim Zementmischer machen. Die Kiste nenne ich jetzt einfach mal Mods. Und dann da vorne können wir Waffen reintun. Dann gehen wir hier rein. Muni. Dann könnte man ja weiterbauen. Den Turm selber will ich aber erst bauen, wenn da unten die Garage fertig ist. Also der soll da noch einen Stock drauf bringen. Nein. Nein.
Okay. Na komm. Okay. Also ja, das würde gehen. Bauen wir zuerst mal die auf. So. Na komm her. Sehr gut. Ja. Also ich brauche ein paar Dressurtüren. Einige Dressurtüren. Copy Shape, Rotation. So. Copy Shape. Ah. Warte kurz, das müssen wir anders machen. Ja, das müssen wir zum Beispiel wieder wegmachen. Hab's befürchtet. So, warte mal. Copy Shape. Und hier auch. Stellung kopieren, danke. Und dann ist halt die Frage, macht man hier zu? Wahrscheinlich nicht.
Genau. Boah, es wird doch schon langsam. Es wird. Was haben wir noch alles im Jön? Lichten loswerden. Melzen oder so, warte mal. Was wir auch brauchen, ist Händler. Und fertig ist. Doch nicht das Fleisch, Danu. Brauche noch meine Lieblingskiste. Zeige meine Lieblingskiste. Das kommt dann mal alles da rein. Oder machen wir da fertiges Essen? Und dann machen wir oh, dafür Essen. Da hauen wir sowas rein. Und da hauen wir sowas rein. Ja, warte, das nicht. So, das könnten wir reinhauen, dann haben wir die Salate hier fertig. Ich gebe das jetzt mal da dazu, ist egal. Auto und so. So. Medizin. So, damit haben wir ja fast alles schon unterbracht. Fehlen allerdings noch ein paar Kisten, Edgar. Ja, damit könnte man leben. So, das da kommt auch zu Fertiges. Und wir fliegen jetzt dann wahrscheinlich mal nach Hause. Aber das machen wir nicht mehr in der heutigen Folge. Ich sage jetzt einmal, bis morgen. Tschüss, ciao und Baba.